Unser Mittelfeldspieler Marcel Tietrivero ist bei mir vor dem Heimspiel am kommenden Freitagabend um 18.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ja, Titsch, der 1. FC Kaiserslautern ist Tabellenletzter, aber es ist trotzdem kein Grund, die jetzt nicht ernst zu nehmen, oder? Genau so ist es, du sagst es. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon erlebt gegen die Aufsteiger, dass es sehr, sehr schwer ist zu spielen und Lautern darf man in keinster Weise unterschätzen. Auch die Jungs können kicken. Klar, haben momentan vielleicht nicht viel Selbstvertrauen, aber genau die Phase müssen wir eben ausnutzen. Du hast dich selbst in die Startelf wieder gespielt. Wie zufrieden bist du denn mit deinen Leistungen gerade in den letzten Spielen? Ja, auch ich habe mich, sag ich mal, gesteigert. Wieder bei uns und ich bin natürlich froh, dass ich das in der Art und Weise, wie ich spiele, der Mannschaft auch helfen kann. Und natürlich gilt es, die letzten drei Spiele natürlich auch mit dem DFB-Pokalspiel nochmal alles rauszuholen und so gut es geht zu punkten. Im Mittelfeld der Tabelle sieht es gerade ziemlich eng aus. Eigentlich auch im Abstiegskampf noch alle was mit zu tun. Ist wirklich alles sehr, sehr eng da unten drin. Wir müssen jetzt natürlich auch punkten, um den Abstand zu vergrößern nach hinten. Wie geht ihr denn mit dem Druck jetzt gerade auch vor der Winterpause um? Eigentlich wie in den Wochen vorher auch. Also wir schauen jetzt gar nicht großartig auf die Tabelle, sondern hört sich vielleicht wie so eine Phrase an, aber wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel, weil wir wissen, dass wir nur Step by Step da eben unten auch rauskommen. Und wie du es auch eben schon betont hast, es ist alles sehr eng, aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt natürlich den Abstand nach unten vergrößern, genau noch vor der Winterpause, ist natürlich im Interesse von allen und wir verschaffen uns somit nochmal ein gutes Polster fürs neue Jahr. Unsere Problemstelle ist ja weiterhin so ein bisschen die Defensive. Matze Wittek kommt ja jetzt zurück nach seiner Sperre. Robert Schraus fällt wahrscheinlich aus, Manon Busch fällt ebenfalls aus und auch Sebastian Griesbeck. Wie wollt ihr denn das Spiel in der Defensive angehen jetzt gegen Kaiserslautern? Wie die letzten Spiele auch, in erster Linie müssen wir defensiv kompakt stehen. Die Abstände zwischen den einzelnen Reihen müssen natürlich eng beieinander sein, dass man schnell in die Zweikämpfe kommt und dass man natürlich auch mal Anspielpartner hat. Klar, die Jungs vermissen wir, aber wir haben natürlich auch einen ausgeglichenen Kader, dass natürlich die Jungs, die jetzt zum Zuge kommen, das auch sehr gut machen. Und deswegen bin ich da sehr guter Dinge, dass wir jetzt am Wochenende die drei Punkte auch hier zu Hause behalten. Noch ganz kurz zum Gegner. Kaiserslautern hat ja gegen Dresden jetzt zuletzt im Auswärtsspiel 2-1 gewonnen, hat dann aber zu Hause gegen Bielefeld verloren. Wie schätzt du denn den Gegner ein? Die haben ja auch erst 10 Tore geschossen bisher in der Saison. Ja, aber so sieht man, wie es funktionieren kann. Also die haben auch in Dresden anfangs kein gutes Spiel gemacht, aber dann am Ende dann doch innerhalb, glaube ich, von 10, 15 Minuten das noch gebogen. Und das sollte uns auf jeden Fall zeigen, dass wir wachsam sein müssen bis zur letzten Minute. Deswegen müssen wir halt einfach versuchen, diese Phase, die Lautern momentan hat, auszunutzen, um den Abstand nach unten einfach zu vergrößern. Danke dir. Gerne.